Hallöchen Leute und willkommen zurück zur Formel 1, heute beim großen Preis von Ungarn, beim 11. Lauf der Saison. Es geht hier in ein Rennen, bei dem wir mit sehr viel Rückenwind starten, denn in den letzten 4 Grand Prix haben wir uns 93 Punkte gesichert und sind damit nur noch 35 Punkte entfernt von WM-Leader Lewis Hamilton. Das bedeutet, die WM, die rückt immer und immer näher und vor allem hier kann man mit einer immer besser werdenden Aerodynamik, so wie es unser McLaren hat, doch schon ganz gute Ergebnisse erzielen und wir fahren mit sehr viel Aero und haben tatsächlich auch etwas weniger Luftwiderstand mit dem neuesten Upgrade und damit sind wir auch, was die Aerodynamik angeht, das stärkste Team im Moment. Es gibt einen dicken Sponsorenbonus und wir rücken immer näher ran an Mercedes und Ferrari. Beim Chassis sind die zwar immer noch deutlich entfernt, aber das heißt noch nichts. Wir können trotzdem ganz gut mithalten. Und hier in Ungarn hatten wir im ersten Jahr eine 1.20.4, im zweiten Jahr eine 1.19.3 und in diesem Jahr hatte ich eine 1.18.1 in Q2, aber wir gucken trotzdem auf die Runde in Q3. Und diese Runde war auch die einzige Chance, die wir hier hatten. Die erste Kurve sah ganz ordentlich aus und wir fahren auf die nächste Kurve zu. Zwischen dem 50 und 100 Meter Schild bremsen, links doch lieber nicht auf den Curb kommen, denn die können einen sehr, sehr leicht rausdrehen. Bis in den siebten Gang hier hoch, den siebten Gang voll ausdrehen, rechts ganz leicht auf den Curb kommen. Es kann aber gefährlich werden, deswegen aufpassen unbedingt. Sehr spät in den vierten Gang schalten in dieser langen Rechtskurve und dann geht's in die Schikane. In den vierten Gang runter, rechts was vom Curb mitnehmen, links was vom Curb mitnehmen, auch hier sehr sauber durchgefahren. Und im fünften Gang oder im vierten Gang wahlweise kann man hier dieses kleine Geschlängel mitnehmen. Dann bis in den sechsten Gang hoch, den Gang wieder komplett ausdrehen, rechts den Curb nutzen und links ganz weit raustragen lassen. Und auch hier wieder etwa, wo der Curb anfängt, ein bisschen früher bremsen in den dritten oder vielleicht auch in den vierten Gang runter. Das ist alles Geschmackssache, aber hier würde ich dann doch den dritten Gang bevorzugen, es sei denn, man hat ziemlich alte Reifen und ziemlich abgefahrene Reifen. Und tatsächlich hat es angefangen hier zu regnen und deswegen hatten wir nur diesen einen Versuch hier in Q3 und am Ende hat es uns die Zeit ein bisschen zersprengt. Aber nichtsdestotrotz sind wir hier auf dem dritten Platz geblieben und ohne Strafe wären wir jetzt von P3 gestartet, so müssen wir von der 13 losfahren. Ganz vorne in der Startaufstellung haben wir Kimi Räikkönen auf Pole Position vor Sergio Perez, ebenfalls in Startreihe 1. Auf 3 und 4 Esteban Ocon vor Fernando Alonso, dahinter Lewis Hamilton und Valtteri Bottas, Sebastian Vettel und Max Verstappen, Ricciardo auf der 9, Massa auf der 10, Hülkenberg 11. vor Sainz und uns mit 10 Plätzen Strafe, Romain Grosjean auf der 14, Kwiat dann vor Kevin Magnussen, Palmer vor Stroll und ganz hinten Wehrlein vor Eriksson. Jo, ab ins Rennen. Ein wenig ärgerlich, dass wir hier 10 Plätze Strafe bekommen haben. Ich weiß nicht genau, wann es 10 Plätze sind und wann es nur 5 Plätze sind. Aber auf jeden Fall, ja, gab es da die Strafe. Okay, wenn wir hier Super Soft Soft durchkriegen könnten, wäre das die schnellere Strategie scheinbar. Aber nicht bedeutend. Ich überlege, ob ich hier eventuell die Softs im Mittelstint nehme. Oder halt zum Ende hin. Das könnte natürlich auch funktionieren. So, ich nehme einfach mal die rückgängig gemachte Strategie. Schau einfach mal, wie es im Renntrim ausschaut. Ich werde mal ein Kilo etwa überschüssigen Sprit mitnehmen. Oder 0,9 Runden zumindest. Ist ja nicht ein Kilo, sondern ein bisschen mehr. Dann würde ich sagen, weniger als ein Kilo überschüssiger Sprit. Oder mehr. Mehr, definitiv. Gut, auf geht's. Das Qualifying war sehr chaotisch. Das Rennen sollte hoffentlich auch chaotisch sein. Es könnte uns helfen. Okay, wenn Sainz nicht wieder vorbei möchte, dann fahren wir hier auf die 12. Er gewöhnt sich schon mal dran, wegen des Starts. Ja, ansonsten Ungarn eine ganz nette Strecke. Schön zu sehen, dass der McLaren mittlerweile ziemlich gut funktioniert, auch wenn ich sagen muss, dass ich in McLaren hier nicht ganz so gut im Quali zurechtkam. Ich glaube, im Ferrari war ich doch ein bisschen konkurrenzfähiger. Ich weiß nicht, woran das genau liegt, dass ich hier und da im McLaren irgendwie doch nicht so die Erfolge erzielen kann. Ich glaube, der Ferrari liegt halt super ruhig auf der Strecke und im McLaren
Weißt du, trotz guter Aero, das ist halt immer noch so ein kleiner Ritt auf einer Kanonenkugel. Da muss ich irgendwie hoffen, dass das nächstjährige Fahrzeug, falls wir denn dieses Jahr Weltmeister werden, und oft wird gefragt, was mache ich, wenn ich die Saison beende? Ja, wir werden wahrscheinlich zu einem anderen Team wechseln, es sei denn, wir werden nicht Weltmeister. Dann muss ich mir aber überlegen, wie ich das gestalte, dass es nicht super langweilig wird, sodass es nur McLaren gegen McLaren heißt. Denn oft ist auch der McLaren, gegen den wir fahren, nicht konkurrenzfähig, weil Teamkollegen backt, glaube ich. Naja, whatever, auf jeden Fall werde ich mal schauen, wie ich das mache. Vielleicht kaum weiterentwickeln oder so gut wie gar nicht weiterentwickeln. Ich glaube, da wäre es halt wirklich gut, wenn ich das künstlich irgendwie runterdampfe, dass ich da halt nicht großartig weiterentwickle. Ja, aber da möchte ich gar nicht denken großartig, sondern ich möchte an den WM-Titel denken. Und dem haben wir uns sehr stark genähert. Und vielleicht geht es noch ein bisschen weiter in Richtung WM-Titel. Wer weiß, am heutigen Tage. Denn Mercedes war schon oft für schwache Strategien bekannt in dieser Saison. Sie haben auch in Silverstone sich sichere Podiumsplätze verbaselt. Und vielleicht auch hier. Boah, da haben manche echt früh gebremst. Verstappen zog da sehr stark nach außen plötzlich. Innen war die gesamte Linie frei. Bottas schon auf 4, Hamilton auf 6. Oh mein Gott, die beiden Force India. Raikönen lacht sich ins Fäustchen. Und der WM-Leader hat wieder Probleme. Man sieht, er kann das Tempo von Alonso absolut nicht mitgehen. Und wir schauen mal auf die Startwiederholung. Nico Hülkenberg vor uns kriegt einen ziemlich guten Start und auch wir kommen gut weg. Der Toro Rosso neben uns hat da ein bisschen verschlafen und hier durch Kurve 1, ja, da ist innen die gesamte Linie frei. Da fliegen auch ein paar Teile weiter außen und hier Max Verstappen, der zieht vor Sebastian Vettel und eröffnet dadurch das Feld für uns, genau wie Lewis Hamilton, der mit Problemen geplagt ist. Was den Sprit angeht, da spare ich mal ein bisschen, bis wir eventuell auf den Softreifen sind. Ich glaube, auf dem kann ich ganz gut pushen. Oh, jetzt werde ich deutlich schneller.
bisschen in den Rhythmus reingekommen und Vettel kommt näher. So, wir sind bei unter einer Sekunde. Beim DRS-Punkt war es aber noch nicht so. Oh Gott, die beiden Force India, das ist super geil. Auf 2 und 3. Oh, die MGUK, die war schon bei 50%. Als ich angefangen habe, mit der zu fahren. Kann man ja problemlos bis 75% drehen und da werden wir, glaube ich, nicht hinkommen. Oh, ein bisschen weit rausgekommen. Das könnte die Dirty Air von Alonso sein. Hallöchen, Leute, schön euch zu sehen. Ja, und Raikkonen fährt da komplett einsam sein Rennen. Ich glaube, ich bin trotzdem auf der Geraden schneller als Alonso. Was soll das? Ich habe 9-10 Flügel dabei. Oh. Ach, come on, dude. Lenk da doch nicht komplett rein. Wenn du schon den Fehler gemacht hast, dann bleib außen. Schön zu sehen, dass man mit den Force India mithalten kann. Bei Bottas bin ich mir nicht sicher, aber so wie ich das beobachten kann, sind wir schneller als Ocon und schneller als Perez. Wobei Perez gerade ordentlich zulegt. Und er übernimmt die Führung. Fahrer vor mir. Bottas is ahead of you. Gap to car in front is 1.1 seconds. You're losing around 3/10 a lap. They're on old super softs. We think they've got at least 3 more stops. The time last lap was a 1 minute 22.0. Natürlich wollte ich wissen, was mit Raikkonen los ist, aber das wollte Jeff nicht. Oh oh. Eieieiei. Außen auf den Körper zu kommen ist echt gefährlich. Das kann helfen beim Einlenken, aber es ist gefährlich. Perez und Bottas an der Box. Damit Esteban Ocon in Führung liegend. Wann kommt Alonso eigentlich? Und wann sollen wir kommen? Ich kann mir vorstellen, ein paar KI-Piloten fahren mit... Ein paar Leute fahren sicher mit Supersoft, Soft, Medium. Wobei Force India immer sehr sparsam ist mit den Reifen. Boah, die kommen alle im Verkehr raus.
Ich kann übrigens sagen, das ganze Extenden sowohl in der Kurve gerade eben als auch in der Kurve zum dritten Sektor hin quasi gleich, das bringt keine Zeit. Ganz im Gegenteil. Kurve sauber zu nehmen ist das Beste. Alter Falter, ey, die Reifen halten ja richtig gut. Wow, Raikkonen ist echt schnell. Raikkonen ist schon dran, oh mein Gott. Okay, der wird das Rennen sowas von eindeutig gewinnen. Es sei denn, der fährt 3-Stop. Deswegen habe ich Jeff fragen wollen, aber Jeff sagt nichts. Schneiden links in der schnellen Linkskurve dürfte definitiv was bringen. Gut, ich verliere hier eh die ganze Zeit wieder. Aber wenn man gerade nicht Raikkonen heißt, kommt man hier aber eh sehr, sehr schlecht im Verkehr wieder raus. Deswegen bleibe ich auch hier draußen. Auch Raikkonen ist halt im Verkehr. Nur halt im schnelleren Verkehr. Ich würde gern wissen, wann Alonso reinkommen will. Dann weiß ich auch, wann ich reinkommen kann. Runde 15 ist potenziell möglich. Ich glaube, man sieht das auch ganz gut. In der letzten Runde hatte ich links ein bisschen gecuttet. Da kam ein bisschen von Alonso weg. Jetzt habe ich rechts gecuttet oder extended. Und da sind wir nicht weggekommen, ganz im Gegenteil. Da ist Alonso jetzt dran geblieben. Nur eine halbe Sekunde langsamer als unsere persönliche Bestzeit. Das ist ganz gut. Ohne DRS auch noch.
Hier kann sich aber niemand darüber beschweren, dass ich einen Stop fahre. Zum einen scheint es schneller zu sein und zum anderen haben wir dadurch extrem viel Action vor und hinter uns. Die beiden Ferrari, Alonso und Ocon. Was wünscht man sich mehr? Okay, Vettel auch an der Box. Okay, ich werde mal gleich pausieren. Ich möchte nämlich wissen, was für Reifen Ocon mitgenommen hat. Mediums. War mir klar. Deswegen wechsle ich auch zurück auf Mediums. Oder ich überlege gerade. 21 Runden, kann das hinhauen? Das müsste eigentlich tatsächlich hinhauen, aber wie sind die Reifen am Ende des Rennens? Ich hoffe wirklich, dass Alonso jetzt nicht in derselben Runde reinkommt. Jawohl. Puh, sehr gut abgebremst auch noch. Ja, das war ein ziemlich interessanter erster Stint. Raikkonen überholt jetzt Alonso, der hat keinen Windschatten mehr, natürlich. Oh, da ist Bottas vorbei. Perez kommt jetzt vorbei. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Und wir sind vor Ocon. Da gab es, glaube ich, sogar kurz Kontakt. Aber ich dürfte ihm genug Platz gelassen haben. Das können wir uns gleich gerne nochmal in einem Replay anschauen. Oh Gott, aber die Action geht unmittelbar weiter. Jetzt komplett auf Fett durchfahren, denn Alonso kommt gleich raus. Natürlich möchte ich vor ihm bleiben. Wollt ihr übrigens mal hören, wen ich heute als Rivalen bekommen habe in der Karriere? Statuskonkurrent. Ach, er sagt gar nicht den Namen. Carlos Sainz. Fernando has come into the pits. Schon ein bisschen witzlos eigentlich. Ja, wenn es gut läuft, können wir sogar vor Raikkonen bleiben, aber das wird schwierig. Alonso wieder auf Supersofts oder was? Der fährt doch nicht 15 Runden auf Supersofts, um dann nochmal auf Supers zu wechseln. Was ist mit dem Team los? Was ist mit der Strategieabteilung hier? 15 Runden, der hätte wirklich auf Softs wechseln können.
racing again. Status Teamkollege. Fernando is P7 at the moment. They're on fresh super softs. Unfassbar. Ich wünschte, man könnte die Strategie für seinen Teamkollegen aussuchen. Vettel wäre da fast aufgefahren. Fahrer vor mir. Perez ahead. The gap to the car ahead is 4.4 seconds. The time last lap was a 1:21.1. Okay, die Mediums scheinen echt deutlich langsamer zu sein als die Softs. Es ist halt die sichere Wahl, dass man bis zum Ende durchkommt, aber... Schnell ist sie absolut nicht. Ich möchte aber eigentlich auch so schnell wie möglich fahren, denn ich möchte, dass Fernando Alonso nicht so weit zurückfällt nach dem Boxenstopp. Vettel wird es jetzt immer wieder probieren. Raikkonen ist auf Supersoft. Er wird die aber niemals 15 Runden fahren, oder? Fahrer vor mir. Glaube ich nicht. Fresh Supersofts. We think they've got one more stop.
Oh mein Gott, das könnte sogar ein Rennsieg noch werden. Sein Raikkonen fährt jetzt pro Runde einfach eine Sekunde schneller. Das könnte er machen. Aber selbst dann wird es bei 15 Runden schwierig. Raikkonen könnte aber auch 2 Sekunden pro Runde schneller fahren, dann wird es klappen. Es ist halt natürlich die Frage, wann genau er reinkäme. Genau aus dem Grund muss ich jetzt eigentlich noch ein bisschen mehr pushen. Was natürlich immer wieder ein bisschen hemmt, ist, dass Vettel hier in Kurve 1 angreift. Kann er jetzt nicht mehr machen. Mal gucken, wie das Delta jetzt ist. War aber kein guter erster Sektor. Trotzdem pink unterlegt. Eine Zehntel schneller etwa. Ja, wenn sich das auf die 15 Runden summiert, dann könnte man da anderthalb Sekunden gut machen, wenn Vettel da eben nicht angreift. Uns hat schon hin und wieder mal ein bisschen mehr Zeit gekostet als das. Ja, die gesamte Runde ist viel besser jetzt. Raikkonen wird etwa anderthalb Sekunden schneller sein als wir pro Runde. Exakt anderthalb Sekunden im Moment. Ich glaube, da hat jemand nochmal die Supersoft-Reifen aufgezogen. Hat sich wohl rumgesprochen, dass die Mediums nicht so schnell sind. Ocon ist nach dem Boxenstopp echt langsam geworden. Eigentlich schon 2-3 Runden vor dem Boxenstopp, aber irgendwie ist er weg. Ist Raikkonen gerade auf die Tausendstel genau nochmal die Bestzeit gefahren? Auf jeden Fall 1,6 Sekunden schneller als wir. Die Mediums haben deutlich weniger Grip als die Supersofts. Da muss ich sehr viel später in den dritten schalten. Und Hamilton! Wow! 18,9. So spät wie der die fährt, ist die Position echt schlecht. Jetzt nimm aber auch bitte die Softreifen oder so mit, Alonso.
checked some information on Grosjean. It looks like the problem is terminal. They're retiring the car. Fahrer vor mir. Raikkonen ahead. Okay, gap ahead is 9.7 seconds. You're losing around 1.6 seconds. They're on old super softs. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1 minute 19.8. Alter, wie hat der sich denn in Kurve 1 bitte raustragen lassen? Kleine Retourkutsche kam ein, zwei Kurven später. Ich glaube, das ist Bottas auf den Supersofts, oder? Jetzt 21.0 wieder. Sehr schön, es geht wieder voran. 14 Sekunden der Vorsprung von Raikkonen. Der Boxenstopp müsste langsam kommen. Es kommt langsam der Point of No Return.
Entweder fährt er durch oder er kommt an die Box. Alles andere wäre zumindest für die Gesamtpace unsinnig. Aber vielleicht denkt er mit und weiß, dass er uns überholen müsste. Und dass sein Teamkollege sich damit schon einige Runden abmüht. Und wartet, bis er einen ausreichend großen Vorsprung hat, um vor uns wieder rauszukommen. Status Teamkollege. Oh, sehr schnell. Freut mich auch, dass er schon auf Platz 9 ist und näher kommt. So. Kurzzeitig die Führung übernommen und es ist... immer noch die Führung. Sebastian Vettel macht Druck und er wird es auch in den letzten 7 Runden versuchen, aber bis jetzt halten wir die Führung. Oh Mann. Okay, das war ein bisschen abgekürzt. Fahr ich mal ein bisschen gemächlicher hier. Okay, Vettel wieder dran. Und Bottas nochmal an der Box. Eieiei. Ja, die Mercedes-Strategen leisten sich wieder einen Bock. Raikkonen jetzt nochmal auf Supersofts. Der kann doch mittlerweile keine frischen mehr haben, oder Leute? Also entweder der ist im Qualifying keinen einzigen Satz gefahren oder er fährt jetzt nur Gebrauchte. Aber schwierig, denn Raikkonen hat frische Supersofts. Hatte Bottas nicht, hat auch Vettel nicht. Also das Verteidigen dürfte echt knackig werden. So, ich fahre jetzt die letzten 5 Runden gleich auf Fett voll durch. Alter, du willst mich doch nicht wirklich mit dem Rempler überholen, oder? Nee, sorry, also da hört's bei mir auf. Das ist halt echt so eine Sache, nee. Ich habe zwar den Fehler gemacht, aber da war in definitiv mehr als eine Fahrzeugbreite Platz und Vettel ist sehr, sehr sicher eher auf meine Linie gewechselt als ich auf seine. Ist jetzt natürlich blöd, dass Raikkonen unmittelbar hinter uns ist. So oder so, die Aktion könnte uns jetzt den Sieg gekostet haben. Alter, was die Pfeile manchmal einen anzeigen, ne? Was versucht Raikkonen da?
Es ist ein Ferrari, kein Rambock. Bessere Traktion beim Kurvenausgang, trotz Mediums. Okay, ich glaube, ich muss kurz nochmal auf Standardgemisch schalten. Sonst komme ich hier nicht durch. Okay, Raikkonen versucht wieder den Rambock-Move. Oder auch nicht. Bitte nicht Alonso. Puh, die Gebete wurden erhört. Schade für Max Verstappen. Ich freue mich natürlich, dass unser Teamkollege nicht betroffen ist, aber trotzdem schade für Verstappen. Raikkonen könnte jetzt langsam aber sicher schon an dem Punkt sein, wo seine Supersofts gar nicht mehr so im Vorteil sind, denn schaut mal, der kommt hier kaum näher auf der Geraden. Das heißt, der Kurvenausgang aus der letzten Kurve ist auch nicht so gut, beziehungsweise ist unserer, glaube ich, auch ganz ordentlich mittlerweile. Status Teamkollege. Fernando sat in P6, 6th place. Okay, distance to teammate, 4.1 seconds. They're on old softs. The time last lap was a 1 minute 19.9. Es kann gut sein, dass von der reinen Pace her die 2 Stop schneller ist, aber die 1 Stop scheint doch irgendwie durch die Track Position die bessere Strategie zu sein. Ja, mit einer 2-Stop hätte Raikkonen definitiv gewonnen. So wird es nochmal spannend in der letzten Runde. Da hat jemand Probleme im zweiten Sektor. Lance Stroll. So kurz vorm Ende. Und ich glaube, das ist eine der ersten Überrundungen, die wir jemals hatten in der Karriere. Allzu erfreut bin ich nicht, ist das Pascal Wehrlein. Eigentlich möchte man keine Überrundung haben hier kurz vor Ende.
Danke. Das ist aber ganz gut gemacht. Jawohl, Baby. Komm schon. Ist das der vierte Sieg in dieser Saison? Ist das der vierte Sieg? Ist er das? Ja, ist es. GG. Bam. Boah, ich glaube, ich bin das gesamte Rennen über 1,21er Zeiten gefahren. Heilige Makrele, ey. Was war das denn wieder? Wir hatten bis jetzt, glaube ich, 4 komplett unterschiedliche Rennsiege. Kanada war ziemlich ordentlich von der Pace her. Von Anfang bis zum Schluss. Und Raikkonen kam nur am Ende näher. Dann hatten wir Baku, was die komplette Überraschung schlechthin war. Österreich, wo wir uns erst nach vorne gekämpft haben. Auch in Baku haben wir uns übrigens nach vorne gekämpft. Und ja, also Baku, das war sowieso das krasseste Rennen der Saison, glaube ich, bis jetzt. Ja, Österreich war ebenfalls sehr, sehr interessant. Da hat es am Ende nochmal geregnet schön. Und hier, ja, da hatten wir am Ende, also da haben wir vom Anfang bis Ende Druck von hinten und anfangs auch nach vorne Druck machen können. Ja, und auch hier werde ich überlegen müssen, was ich überhaupt rausschneiden kann, denn so viel war das nicht und deswegen halte ich auch die Abmod hier ziemlich kurz. Fernando Alonso und Esteban Ocon. War Fernando nicht sogar nur etwa 4 Sekunden weg vor, also 1-2 Runden vor Schluss? Wie dem auch sei, er holt den 6. Platz, sehr schöne Sache. Force India mit Platz 4 und 5 und damit eindeutig stärker als zum Beispiel Mercedes, die auf 7 und 8 sind. Mercedes macht im Moment nichts richtig, alles falsch. Keine Ahnung, was die da machen. Raikkonen auf 3, nee Moment, auf 1 gestartet mit 3 Stops. Das sind ja die Boxenstops, die da aufgeführt sind. Ja, und trotzdem nur 2. Und wir, von der 13 gestartet, scheinbar für uns eine ziemliche Glückszahl. Und eine 1,21,0 als absolute Bestzeit. Und ich guck mal ganz, ganz kurz, bevor wir auf die WM-Tabelle schauen, was wir hier zeitentechnisch hatten. Also ich glaube, ab Runde, ja gut, Ausnahmen gibt's, Runde 7 zum Beispiel, aber ab Runde 4 sind wir dann im 21er-Bereich gewesen. 2 Ausnahmen dann nochmal in Runde 12 und 13. In Runde 14 ging es an die Box. Und außerdem eine Ausnahme nochmal in Runde 17 und später, ja, ich glaube, das war da, wo wahrscheinlich irgendwie ein krasser Zweikampf oder so war, in Runde 25 nochmal, aber sonst wirklich nur im 1,21er-Bereich. Wow. Also das ist schon echt interessant, was für eine geradlinige Performance das hier in diesem Rennen war. Mann, Mann, Mann. Ja, und jetzt gucken wir auf den WM-Stand, denn wir sind weitere 21 Punkte näher gekommen an hier Hamilton. Und das sind nur noch 14 Punkte. 21 Punkte Rückstand für Raikkonen, 25 für Vettel. Das heißt, 4 Fahrzeuge sind hier im Rahmen von einem Rennsieg zum führenden Fahrzeug. Das ist krass. Und Valtteri Bottas fehlen 42 Punkte. Der hat ja wieder 2 Punkte gut gemacht zum Teamkollegen. Aber im Moment scheint es sich ein bisschen zu verschärfen zwischen Hamilton, den beiden Ferrari und uns. Und Alonso weiter auf dem 11. Platz, aber jetzt mit 26 Punkten. Und für die KWM bedeutet das, dass wir uns etwas weiter distanzieren können von Force India. Sehr geile Sache, ganz vorne aber immer noch Mercedes vor Ferrari. Da aber auch nur 4 Punkte zwischen den beiden Teams. Also das könnte ebenfalls ziemlich interessant werden. Ja Leute, in der echten Formel 1 käme jetzt die Sommerpause. Ich habe die letzten 3 Tage ein bisschen kurz mal schleifen lassen. Ja, ich gebe es ehrlich zu, ich war ein bisschen faul und keine Ahnung, in Gran Turismo Sport kam auch ein Formel 1 Auto, was ich mal als gelegenen Ersatz genommen hatte, aber ab jetzt geht's nicht bei uns mit einer Pause weiter, sondern es wird wieder ordentlich, ja, quasi wie jemand geschrieben hatte, ich glaube im Schnellfeuermodus wird es wieder die Folgen geben. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, kommen die immer Dienstag, Mittwoch,
Freitag und Sonntag, das heißt vier Folgen pro Woche an den Tagen, wo kein Formel 1 kommt, da kommt entsprechend um 14 bzw. 10 Uhr immer Gran Turismo Sport. Auch da könnt ihr sehr, sehr gerne mal einschalten, denn da gibt es ebenfalls sehr schöne Rennen und das sogar gegen echte Fahrer. Ja, aber heute haben wir ebenfalls ein super Rennen gesehen. Es hat sehr viel Laune gemacht. Wie gesagt, ganz anderer Rennsieg als die letzten drei, die wir eingefahren sind. Und ja, keine Ahnung. Ich glaube, für Abwechslung ist in dieser Saison hier alles geboten. Und für die Leute, die Einstop-Strategien vielleicht ein bisschen langweilig finden. Ja, okay, aber es ist das erfolgreichste Mittel im Moment. Zumindest auf dieser Strecke. Und wenn ein Rennen mal so ist, aber man trotzdem sehr viel mehr Punkte dadurch bekommen kann, dann nutze ich das sehr, sehr gerne aus. Und ich glaube, dass es absolut legitim ist. Ja, nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Bisschen Abwechslung muss ja auch sein, wie die Rennen hier verlaufen. Wie gesagt, die letzten 5 Rennen, die verliefen, glaube ich, alle auf ihre Art und Weise total unterschiedlich. Und das nächste vielleicht ebenfalls. Dann geht's nach Spa. Da könnte es auch gut und gerne regnen. Hätte ich auch mal Bock drauf, ein Regenrennen hatten wir noch nicht so viele. Aber in Spa-Francorchamps, da war ich in der letzten Saison sehr schwach. Mal gucken, ob ich es in dieser Saison vielleicht ein bisschen besser hinbekomme. Seid auf jeden Fall dabei, lasst diesem Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei F1. Danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut.